Leute, bevor es jetzt losgeht, eine kurze Info für euch. Ja, ich werde heute wieder schummeln. Mhm, ganz klar. Warum? Weil ich ganz genau weiß, dass Kathi beim letzten Mal bei dieser einen Challenge, wer als letztes den Kreis verlässt, auch geschummelt hat. Das weiß ich, das weiß ich. Ne? Und deswegen gibt es heute die Orange. Mhm, bei dieser Slime-Challenge hier. Viel Spaß. Wird cool bestimmt. Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spielwerk-Kanal. Und heute gibt es eine neue coole Slime-Challenge. Und zwar machen wir heute die Powernap-Slime-Challenge. Ah, okay. Powernaps hatten wir bei uns vor ganz langer Zeit auch mal. Das ist eigentlich so ähnlich wie so eine Pausen-Challenge, ne? Ja. Nina ist heute hinter der Kamera. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen müde. Da brauchen wir einen Powernap, immer für ein paar Sekunden, ne? Nina wird uns immer sagen, wer... Vielleicht müssen wir beide dann einen Powernap machen und wann wir dann wieder aufstehen dürfen. Powernap ist dann ganz einfach, dann gehen wir hier auf den Tisch, sind ganz ruhig und schlafen natürlich, ne, damit wir uns schön Power holen Und dann können. Haben wir wieder richtig Energie, um weiter Slime zu mischen. Das Nina, ist gut. Nina, du sagst immer den Namen und Powernap, dann weiß diejenige Person Bescheid. Es gibt natürlich eine spezielle Sache dabei, natürlich noch bei dieser Challenge. Wenn die eine Person am Schlafen ist, dann darf die andere Person machen, was sie möchte, aber nur mit Schleimzutaten. Das musst heißt, du aber da drüben schlafen, damit ich auch an deine Schüssel hier dran Ja, kann ich gerne machen. Wir können hier Schüssel hier genau, das heißt, wir dürfen auch gerne ne, dem anderen was beimischen. Müssen wir aber nicht. Müssen wir aber nicht. Aber nur... Nur Schleimzutaten. Ja, ja, aber ich meine, manchmal mischst du mir einfach eine blöde Farbe rein oder so. Ich kenne hier wieder Grün. Weiß man ja nicht. Irgendwo in Und sonst ist es ganz normal, wir dürfen hier Schleim machen, wie wir wollen. Dann würde ich sagen, starten wir doch mal. Mhm. Was mache ich denn heute für einen Schleim? Ich habe mich schon entschieden. Ich werde so ein bisschen in die grün-türkis-blau-Richtung gehen. Ja, ich glaube, ich gehe heute in die rote Richtung. Hast du auch Flüssigkleber, wollte ich schon sagen? Ja, bei mir ist auf jeden Fall ein bisschen was da. So, ich glaube, ich mache heute ein bisschen rot. Ja. Super! Den Nina-Move. Oh nee, das ist hier irgendwie zugeklebt, glaube ich. Ist auf deiner Seite auch einer, den ich vielleicht nehme? Nö, musst du jetzt so machen. Kathi, Powernap. Schlaf, Kindchen, schlaf. Schön, schön, wenn es so ruhig ist, ne? So richtig schön ist das. Das ist jetzt hier eine Challenge nur mit Kahn. Ja, macht mir richtig Spaß heute, muss ich Kathi sagen. Kathi, aufwachen. Oh, guten Morgen. Oh, ah, super. Das finde ich gar nicht schlecht. Ich wollte ja in die blau-grün Richtung. Ja, siehst Aber du? Ich habe immer noch nicht geschafft, siehst hier du? Das aufzumachen. Ich habe es gar nicht so schlecht gemacht. Also ich gehe heute vielleicht in die rot-lila Richtung ein bisschen. Du gehst immer in die lila Richtung. Nein, ich habe das lange nicht mehr gemacht. Ja, das sagst du nur immer. Ich krieg das nicht auf. Kahn Powernap. Aha, Kahn noch Paul. Komm, ich mache ihm auch ein bisschen hiervon rein. Ich bin nett. Oh, vielleicht schaffe ich noch was anderes rein. Okay, dann mache ich mal lieber bei mir weiter. Ich kümmere mich um meinen eigenen Schleim. Ich bin wieder da. Dein Ernst? Ich habe dir flüssig... Ja, und was soll ich mit blauem Glitzer? Du wolltest doch in die lila Richtung gehen und blau und rot ist doch lila. Nein, ich wollte lila gleich selber noch reinmachen. Bringt mir absolut nichts, muss ich sagen. Bringt mir absolut nichts. Ja, jetzt muss ich noch mal umdenken. Ja, ich nehme jetzt auf einmal... Ich muss gerade noch mal umdenken. Nimm jetzt auf es ist aber auch immer kompliziert, Schleim zu machen. Jetzt auf jeden Fall lila Styroporkugel erstmal rein. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, sieht ein bisschen aus wie Captain America Schleim gerade. Mit dem. Ja, oder Wonder Woman. Nein, ich bin kein Fan von Wonder Woman. Warum nicht? Nö, ich bin Captain America. Och Mensch, jetzt komm schon raus! Kahn Powernap. Ah, praktisch, Kahn ist schon, schläft schon wieder. Kann ich ihm noch mal was Schönes reinmischen? Was, wie war das noch? Er wollte jetzt so gerne blau noch mit drin haben, ne? Das habe ich doch richtig verstanden, oder? Ich habe doch hier dran schon blau. Ah, wenn ich das so schnell aufkriege, bis Kahn wieder aufwacht, dann gebe ich ihm... Ach, ich kann da nachhelfen. Ja. Und bei mir kommt davon auch noch ein bisschen rein. Kann aufwachen. Nina, warum musste ich schon wieder meinen zweiten Powernap hier machen? Du sahst sehr müde aus und ich dachte, das tut dir gut. Kathi, guck mal, das hier hatte ich gerade eben in der Hand. Achso, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe die ganzen Styroporkugeln übrigens gerade runtergebracht. Ich wollte in diese Richtung nicht, das wird doch blauer Schleim, ganz klar. Das heißt, ich muss auf jeden Fall in die blaue Richtung nochmal denken, ne? Nee, in die blaue Richtung denke ich schon. Kathi, Powernap. Ja, es wird Zeit für Kathis Powernap. Hm, was nehmen wir denn da? Ich glaube, ich nehme das hier. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja eine schöne Farbe, muss ich sagen. Ja, sehr schön finde ich doch. Doch, doch. Auf jeden Fall. Finde ich schon sehr, sehr gut. Also nehme ich jetzt noch ein bisschen von diesem
Glitzer hier. Kathi ist am Schlafen. Das ist schön. Das finde ich richtig schön, muss ich sagen. Ich glaube, ich nehme ein bisschen hiervon. Oh, wow, was ist das denn? Sieht ja voll cool aus. Die Farbe kenne ich gar nicht. Die ist ja gestreift. Ja, wir haben ja ein paar neue Farben. Aber die riecht... Kann es das Zahnpasta? Also, Nina, hast du irgendwas gesehen? Nee. Nee, Nina sagt nein. Also, weitermachen. Also das passt zwar farblich echt ganz gut dazu, aber das riecht richtig stark nach Minze auf einmal hier. Ja, der Kleber riecht hier auch nach Marzipan. Ja, also, welche Farbe war das denn? Das ist eher dieses Grün hier. Das ist ein bisschen weiß mit ein bisschen hier von dieser. Das hast du jetzt gerade... Ja, ja, natürlich. Ja. Ganz sicher. Mach doch einfach mal weiter. Kahn hat da jetzt gerade ganz feine Streifen reingemalt. Das glaube ich ja sofort. Ja, na gut. Also mein Schleim sieht wirklich richtig bunt aus heute. Ich glaube, ich habe fast schon alle Farben drin, die es so gibt. Dem Regenbogen wollte ich schon fast sagen. Ja, doch, ist doch so. Kein Powernap. Also, für den Regenbogen fehlt aber da auf jeden Fall noch Gelb, oder? Wir haben leider nur dieses blöde, blasse Gelb hier. Schade. Sieht ein bisschen mayonnaisig aus, genau. Aber wir wollen natürlich auch alle Farben des Regenbogens in Kahns Schleim drin haben. Ja. Doch, fehlt nicht noch was? Rot, aha, Orange. Haben wir denn da auch noch was? Dann eben ein bisschen Gold. So, jetzt hat Kahn, glaube ich, wirklich alle Farben dran. Kahn auch. Ich habe auch Glitzer an meinen Fingern. So. Mann! Was ist los? Guck dir das mal an, das ist doch kein normaler Schleim mehr. Guck dir deine Farben an, guck dir meine Farben an. Ich habe wenigstens grün-weiß reingemacht, was so ein bisschen passt. Du hast doch gesagt, du willst Regenbogen. Ganz ehrlich, was soll ich denn damit jetzt anfangen? Das ist doch Powernap. Oh, Powernap. Na gut, ich bin müde. So, leg dich mal hin. Ich glaube, Kathi fehlt auch ein bisschen Gelb. Mhm. Definitiv. Es fehlt ein bisschen Gelb. Ja. Schöne gelbe Farbe. Ja. Was? Gut angespritzt im Schlaf. So, wenn wir schon ein bisschen Gold haben, dann nehme ich auch goldenen Glitzer wieder rein. Ah, ich hab so Spritzer abbekommen. Ja, das kommt von hier, von dieser Farbe hier. Ja, habe ich jetzt Farbe im Gesicht? Nein. Wirklich? Du hast Glitzer im Gesicht. Von dir selber aber. Glitzer, Glitzer! Du hast jetzt ein richtig blödes Gelb da reingemacht. Ja, ich habe ein bisschen halt hiervon genommen und dann noch von ein bisschen Elmer's Glue. Nee, halt Elmer's Glue sehe ich hier überhaupt gar nicht. Das ist nicht Elmer's Glue, ich rieche das. Was riechst du denn? Ja, was soll man denn riechen? Riech mal bitte schön hier rein, Kahn. Was denn? Ich rieche nichts. Mhm. Ich krieg das hier nicht auf, Ach, warte, ich habe hier auch noch Gold. Das ist ganz bestimmt keine Farbe, das ist irgendwas anderes. Aber was weiß ich gerade nicht. Nina, ich finde, es wird langsam Zeit, dass Kathi sich wieder hinlegt. Nö. Kathi hat doch gerade erst geschlafen. Kahn muss mal wieder schlafen. Kahn soll sich hinlegen. Powernap, Kahn. Guck mal! Ja, das ist echt frech, mir sowas da reinzumischen. Ich weiß zwar nicht, was das jetzt war, aber ja gut. Diese Farbe fehlt Kahn noch. So, das hat er jetzt davon. Kahn aufwachen. Bin ich nicht schlecht. Besser auf jeden Fall als das, was bei Kathi momentan drin ist. Ich finde das, bei mir passt das ja noch alles. Also ein bisschen Gelb geht ja auch. Weißt du was, ich nehme noch ein bisschen Rot mit rein jetzt. Damit ich wirklich alle Farben heute bei der Powernap Slime Challenge habe. Wann rühren wir denn eigentlich jetzt mal? Kathi Powernap. Oh. Nachdem du dich hingelegt hast. Wahrscheinlich so viele Fragen, sonst musst du dich schlafen legen. Viele so. Spritzt mir wieder irgendwas. Ja, ich nehme jetzt Bastelkleber. Ja, ja. So! Kann die aufmachen. Ich glaube, das reicht auch so langsam. Ich hab das schon gehört. Oh Mann, Kahn, was... Oh, das war überhaupt nicht erlaubt. Wir haben gesagt, nur Schleimzutaten. Mann! Ja, das wusste ich, dass das Zahnpasta ist. Ich bin ja nicht doof. Und deine Lieblingszutat. Senf war das. Ach, Kahn, aber das kann doch gar kein Schleim mehr werden. Tja, ich würde sagen, das war's mit der. Also, das war's zumindest mit den Schleimzutaten. Jetzt können wir gerne an das Rühren gehen. Mhm. Jetzt machen wir das mal. Wie fies, ey. So. Warum machst du das, Kahn? Das sieht doch cool aus, oder nicht? Nina durfte nichts sagen. Ich habe vorher. Muss ehrlicherweise auch sagen. Ich habe so coole Farben zusammengemischt. Guck mal, wie cool die Farbkombination hier aussieht. Ja, wahrscheinlich wegen dem Mundwasser. Ich muss auch sagen, ich habe vor dem Video schon ein kurzes Video aufgenommen. Okay. Wo ich natürlich gesagt habe, wo ich mich dafür revanchiere, Kathi. Dass du letztes geschummelt hast bei der einen Challenge. Ich habe noch nie geschummelt. Ja, ja. Mit Nina zusammen sogar. Na, und deswegen durfte Nina heute auch nichts sagen. Ne? War auch abgesprochen. Deswegen heißt es jetzt, rühr, Baby, rühr, rühr, Baby, rühr, rühr, Baby.
Baby Red! Baby Red! Oh, guck mal, mein Schleim sieht sogar richtig gut aus. Der sieht so aus, wie meiner aussehen sollte. Ich wollte so ein Türkis machen. Guckt euch mal meinen Schleim an! Dein Schleim ist doch türkis. Ja. Wollte ich gerade sagen, also nur weil das ein bisschen flüssig ist. Mein Schleim. Versuch das doch mit Kaisernatrum ein bisschen zu strecken. Ja, guck oder mal, so. Da sind so eklige Stücke drin. Diese ekligen Stücke sind von dir. Senf-Zahnpasta-Stücke sind da drin. Oh, jetzt hat's schon wieder gespritzt. Sag mal ehrlich, hast du... Hast du mir eigentlich eben dann Senf ins Gesicht gespritzt? Mann! Zumindest ist Senf Wasser. Das macht das Ganze nicht besser. Gut, es gibt Leute, die Senf essen. Ja, ich esse ja Senf, wenn ich eine Bratwurst esse ab und zu. Ah! Ich esse auch Senf. Ja, und warum ekelt ihr euch denn davor? Ja, im Schleim. Ja, ja. Es ist doch bei euch auch im Magen. Oder also hättet ihr auch kein Problem, das als Face-Peeling-Mask oder so zu benutzen. Doch, hätten Pass wir auf, bald der neueste Trend. Curry-Ketchup und Senf. Als Face-Mask. Ja, ich brauche hier gar nicht weiter rühren. Bei dir vielleicht. Ich brauche auch keinen Kaisernatron reinmachen. Das kann ja gar nichts werden. Aber ich würde gerne Kaisernatron und... Nö. Ja doch, natürlich. Nö. Natürlich. Ja. Ich möchte meine Zutaten haben. Gar nicht mehr schlecht. Danke. Und danke. Das war ja wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen gerade. Die Verteidigung hier von den Zutaten war wirklich sehr gut. Ich war noch müde, ich bin gerade erst aufgewacht. Oh. Ja, stimmt, stimmt. Du darfst sogar von mir aus, guck mal, ich bin jetzt sogar so nett und sage, du darfst sogar noch Schleimzutaten nehmen, wenn du möchtest. Ich brauche jetzt ja hier nicht mehr verschwenden, das kann ja gar nicht mehr werden. Guck gleich meinen Schleim an. Ganz oft haben mich schon Kinder bei Instagram gefragt, ist der Kahn eigentlich wirklich so fies? Und ich immer so, nein, nein, der ist eigentlich nett, aber nee, der ist wirklich so fies. Kahn, die hat ihn noch in Schutz genommen. Ich hab den noch in Schutz genommen. Mhm, und mich beim letzten Mal einfach da rausgeschubst. Ja, komm, ich wollte auch mal gewinnen. Ja, ja, und jetzt gewinne ich mal. Ja, du hast davor auch schon einmal geschummelt bei der Tunnel-Challenge. Naja, aber ich finde, das sieht trotzdem extrem schön aus, deswegen werde ich dafür jetzt ein bisschen Werbung machen. Wenn ihr mein Poolwasser schön findet, dann könnt ihr natürlich heute auch für mich abstimmen. Kahn hat so einen langweiligen Schleim und ich habe hier so ein Poolwasser, das kann man auch ganz dekorativ irgendwo in so eine Schale reinfüllen, vielleicht noch ein Papierbötchen da draufsetzen. Aber muss ich die Nase zuhalten? Oder, ja, nee, es geht jetzt, es riecht nach Minze einfach. Wollte ich gerade sagen, wie den ganzen... Man kann... Das Ganze hier reingeballert. Und man kann, wenn man möchte, da mit seinen Meerjungfrauen Barbies dann spielen. Im Senfpool. Das Problem ist, ich weiß ja sowieso, dass Kathi trotzdem die Abstimmung gewinnen wird heute. Ne? Weil ihr alle jetzt sagen werdet, ja, hier Kathi, ne, das war voll fies. Ja, ist okay, habe ich kein Problem mit. Heute bin ich einfach nur stolz auf meinen Schleim. Guckt euch das mal an. Genau also, so einen wollte ich haben, so einen Tequila. Ich weiß, Hast du das, wie hast du das denn hingekriegt? Ja. Wenn du wüsstest. Also wenn man dafür nicht abstimmen möchte, weiß ich auch nicht. Ne? Also ich verstehe nicht, wenn man hier nicht für abstimmen möchte, dann weiß ich auch nicht. Das sieht so schön aus. Leute, das war's mit der Powernap Slime Challenge. Hier, nimm ruhig. Kannst du ruhig haben. Guck mal, wie neidisch sie ist gerade. Sehr, sehr nett. Sie ist richtig neidisch. Der klebt hier zu viel, also der kriegt nur mal ein bisschen Punktabzug. Das ist mir egal. Ich habe wenigstens Schleim und kein Wasser. Leute, wenn euch die heutige Challenge gefallen hat, natürlich ist hier auch ein bisschen Spaß mit dabei. Am Ende des Videos sage ich das auch noch mal gerne. Ja, da ist ein bisschen Spaß mit dabei. Weil auf deiner Seite ist ein bisschen Spaß. Nö, hier ist... Hier ist überhaupt gar kein Spaß. Habe ich kein Problem mit. Ich habe heute hier tollen Schleim gemacht in der Powernap Slime Challenge. Hat mir wirklich sehr gefallen. Ja, und wir hatten hier ein paar Powernaps. Das war eigentlich ziemlich cool. Ja, also, das dass war man sich zwischendurch cool. ausruhen Aber durfte. Wenn jetzt am Ende noch mein Schleim so geworden wäre, wie ich mir den gewünscht hätte, das wäre noch schöner. Ja, Können wir bitte irgendwie so Heul-Emojis bei Heul-Emojis? Oder so ein bisschen so schwarz-weiß und traurige Musik im Hintergrund. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gar nicht gefällt, Daumen nach unten, überhaupt kein Problem. Gerne ein Abo dalassen, gerne auch kommentieren, abonnieren und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.